Herr Präsident, Frau Bundesminister, Hohes Haus, liebe Österreicher. Ja, es ist richtig. Ja, es ist richtig. Wir wollen öffnen. Die Österreicher wollen Normalität. Die Österreicher wollen aber nicht diese neue Normalität, sondern sie wollen ihre alte und bekannte Normalität wieder zurück. Viele Fragen, wir haben es bereits gehört, die noch offen sind. Ja, eine Frage hat sich allerdings für mich geklärt, nämlich die Allmachtfantasie der ÖVP geht munter weiter. Ja, und ich sage, man könnte ja sagen, oder ein Außenstehender könnte sagen, dass einem die Grünen ja schon fast ein wenig leid tun. Zu Beginn hat man auch gesagt, die Grünen sind so etwas wie der Schnittlauch in dieser Suppe, aber inzwischen ist es, glaube ich, nur mehr der Schnittlauch, der neben dieser Suppe steht. Ja? Es ist von Beschluss zu Beschluss schwindet der Einfluss dieser Grünen in der Bundesregierung und nahezu sind die Grünen da drinnen schon fast nicht mehr vorhanden. Das ist ja bitte nur mehr eine Zweckbindung zum Machterhalt, aber das ist ja keine ehrliche Partnerschaft mehr, die es hier gibt. Ja. Der Gesundheitsminister, ja, wenn man sagt, der Gesundheitsminister, aber wir waren nie Teil dieser Familie, das kann ich auch sagen. Ja. Ich sage gerade hier, ja, bei der Beschaffung dieser Antigentests, na, der Gesundheitsminister wäre wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner und der Zuständige für diese Beschaffung. In der Grünen oder in der türkis-grünen Bundesregierung schaut es allerdings etwas anders aus. Da schaut man, dass man alles bei der ÖVP zentralisieren kann. Das Landwirtschaftsministerium ist inzwischen zuständig für Telekommunikationsdienste, für Postdienste, ist zuständig für den Zivildienst und jetzt auch noch für die Beschaffung der Antigentests. Und ja, schön langsam mutiert dieses Landwirtschaftsministerium zu so etwas wie einem Superministerium. Im Volksmund draußen würde man fast sagen, zur eierlegenden Wollmilchsau, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, und genau dieses Ministerium ist jetzt auch noch zuständig für die Beschaffung der Antigentests. Und wie die Vergangenheit gezeigt hat, wer alles macht, macht im Endeffekt dann doch wieder nichts. Und wenn sich die Frau Landwirtschaftsminister vor rund einer Woche hinausstellt und sagt, das Fleisch müsste in Österreich um rund ein Drittel teurer sein, da kann ich der Frau Landwirtschaftsminister ja nur beipflichten, ja. Aber eine Aufgabe sollte sie schon noch uns als Oppositionsparteien überlassen, nämlich Forderungen an die Regierung zu stellen. Wenn sich ein Regierungsmitglied hinausstellt und Forderungen an sich selbst stellt, na, da wissen wir, wie weit wir in dieser Bundesregierung bereits gekommen sind. Ja, und gerade bei den Beschaffungsvorgängern im Bereich der ÖVP, da sollte man doch immer etwas genauer hinschauen. Ich erinnere nur an die Hygiene Austria, an das Rote Kreuz oder die Tests in Tirol. Und ja, das Kaufhaus Österreich ist ja heute schon mal angesprochen worden. Ich glaube, da wissen bereits die beiden Regierungsparteien, dass da vieles in die Hose gegangen ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ja, abschließend kann ich den Regierungsparteien und vor allem der ÖVP eigentlich nur mitgeben, arbeiten Sie oder treffen Sie Ihre Entscheidung zum Wohl der Österreicher, treffen Sie die Entscheidung zum Wohle des Landes, stellen Sie Ihre Freundschaftswirtschaft hinten an, dafür ist da wirklich kein Platz und ja, ich kann auch nur empfehlen, Sie sollten Ihre Familie, wie es der Finanzminister ausgedrückt hat, wirklich einmal verkleinern.